hallo und herzlich willkommen zu Let's Play War of the Roses. Heute nicht allein, ich habe jemanden dabei. Sag doch mal hallo. Hallo. Ja, irgendein mysteriöser Mensch hat ihm War of the Roses geschenkt. Boost. Und wo ja, bleibst du? Genau, irgend so ein Mensch, irgend so ein schrecklicher, böser ja. Mensch. Genau. Wo bleibst du denn? Finde ich gar nicht nett. Hast du den Server gewechselt oder was? Nee, ich bin auf dem gleichen noch. Und wieso bist du nicht da? Doch, bin ich. Nein, du bist bei mir nicht in der Spielerliste. Das kann nicht sein. Ist aber so. Bin ich bei dir da? Jetzt bin ich schon wieder diese Drecks-Weißrosen-Wichser. Jetzt bist du auf einmal da, warum? Warum warst du eben nicht da? Weil das Spiel dumm ist. Ich glaube auch. Kann sich kein Serverbrowser leisten. Scheiße, ich habe vergessen, in eine Rotte zu gehen. Jetzt kann ich keine Leute markieren, oh mein Gott. Kann ich ihn keinen Juden spassen. Oh, denkst du, dein kleines Schild bringt mich ab, dich zu treffen? Deine hässlichen kleinen verkackten Beine sind immer noch frei, ne? Aber erzähl's vor keinem weiter. Das könnte jemand herausfinden. Ja genau, schlag von unten zu. Du bist der Jude des Jahrhunderts. Oh, du Hurensohn! Kommt da einfach von hinten! Sein Huren. Ja, Gottmeister befindet sich im Kampf, erzählt jemand anderem. Was sind so deine ersten Eindrücke? Guck mal, jetzt kannst du rüber, wenn du meine ersten Eindrücke? Ja. Das Spiel hat eine Menge Bugs, hat die Hitboxen existieren anscheinend zum großen Teil nicht. Ja, aber zum Glück ist es ein Vollpreistitel. Und das ist natürlich noch besser. Oh Mann, eben konntest du rüber. Jetzt nicht mehr. Ich hasse dich. Bleib mal tot, vielleicht geht's dann. So, du kleine Schlampe, du instant killst mich nicht noch einmal. Das kann ich dir versprechen. Kleiner Homo-Fürst. Wieso trifft es nicht? Keine Ahnung, zu viel Qualität. Ich verstehe nichts. Jetzt ist der natürlich woanders, hat sich woanders hingebohrt, der Drecksack. Ja. Qualität vom Feinsten, Alter. Ja, ach, Qualität hat ihren Preis. Haha, genau. Hört man doch mal die tollsten Sprüche beim Einkaufen. Hast du nie die Werbung gehört? Du kleiner, hässlicher Mensch, du. Alter, mir ist scheißegal, ich werde dich sowas von instant killen. Kannst du mal dein hässliches Schild wegpacken? Du gehst mir auf den Piss. Wie? Wieso treff ich den Penner nicht? Und sein Müllpferd. Nein, nein, ich bin tot. Oh, warte, ich kann glaube ich. Jetzt mit deinem Drecksschaukelpferd. Wie viel hält denn das Vieh aus? Ich meine, wenn er so, wenn ich so einen Meter lang Zweihänder da reinstecke, dann müsste das Vieh eigentlich zusammenklappen wie ein Stück Toast, Alter. Eigentlich. In einem Spiel, was Qualität besitzt. Das ist das Problem. Und jetzt gebe ich gerade auf und habe meinen Kopf unter Wasser. Das ist natürlich auch irgendwo gesund. Ja, aber du kannst immer noch V drücken, ne? Vorausgesetzt, was du eigentlich. Ich will eigentlich in die Ego-Perspektive spielen, ganz ehrlich. Ja. Dachte ich mir vielleicht auch manchmal ist lustiger. Ja, kommt doch alle gleichzeitig online, dann deckt es vielleicht noch ein bisschen weniger. Aber kann mich mal einer umbringen? Ich möchte bitte sterben. Hi Dorian. Auch schon hier. Ihr seid solche Drecksäcke. Ich will ja eigentlich sterben, aber keiner bringt mich um. Ja, ja geht doch. Mir aufgefallen ist, der Spasti hier spielt gegen mich. Ja, ich will eigentlich gar nicht gegen ihn spielen. Er geht ja, immer ja, nur ans falsche ja. Team. Was meinst du, warum ich meine sichere Position jetzt verlassen habe, um zu sterben? Damit ich das Team wechseln kann. Und es ist voll, fick doch deine Mutter. Mein Gott. Ey, in der Sekunde, wo man stirbt, nö, voll, fick dich. Ah, jetzt geht's. Wenn du unterstützt mich mal, Manny. Mal überlegen. Was bist du denn? Ich bin in Rotte 1 gegangen, ne? Guck mal, jetzt kriegst du gleich so lustige Markierungen. Hast du ihn gesehen? Hast du ihn gesehen? Guck mal, er ist vom Pferd gefallen, ist das nicht peinlich? Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, wäre vielleicht nicht so gefährlich. Haha. Wo gammelst du denn? Ach, da hinten bist du, kleiner Gammler. Erstmal ein Abstechen, ja? Kriegst du dir erstmal abstechen? Erstmal Abstechsachen machen, guck mal, wer hinter dir ist. Erstmal so Satsiki machen. Guck mal, wer hinter dir ist. YOLO. Lass mal irgendwo gammeln. Ich glaube, die sind alle wieder da hinten gespawnt. Ich finde die Waffenzieh-Sounds richtig geil. Speichern sie doch noch. Die sind fast so gut wie in Skyrim.
Aber nur fast. Wahrscheinlich haben sie so rausgeklaut. Guck mal, da kommt ein Pferdchen. Guck dir mal das Pferdchen an. Siehst du das? Das wurde markiert. Wo ist das Drecksviech? Weil, wenn die Viecher halt. Ich hab's markiert für dich. Ist das nicht nett? Die Viecher halten viel zu viel aus. Wenn du das Vieh jetzt tötest, also den Typen, dann kriegst du eine Belohnung. Ja, genau, du kleiner Jude mit deinem kleinen hässlichen Speer. Wenn du die Missgeburt tötest. Hat er dich auch getötet? Ja, mit seinem hässlichen Missgeburtenspeer. Das ist aber normal. Die Speere, die Entwickler sind einfach zu dumm, um irgendwas zu entwickeln. Und die Speere waren schon immer overpowered. Okay. Das ist ganz normal. Das ist Alltag. Deswegen rennt das auch. Ist ja alle, einer macht da vier Leute fertig, Alter. Das ist ja echt schon ein bisschen übertrieben. Ja, und dann hat der Arsch nicht mal eine richtige Rüstung. Und ich weiß, was ist einfach billig. Aber wie gesagt. Es ist ein Spiel. Man muss bedenken, das ist wirklich ein Vollpreistitel. Ja, es könnte von EA sein, ist aber nicht. Ja, ja. Mann, jetzt killt mich mein eigener Hurensohn, ey. Ganz im Ernst. Du kleiner hässlicher Russe. Hat das Pferd richtig in den Arsch gefickt. Ja. So was nennt man aber auch Sodomine. Nein, ich habe ihm richtig eins mit dem Zweihänder reingegeben, Alter. Und jetzt verbindet sich da einer, das ist meine Chance. Ja, das ist geil, wenn du Bogenschütze bist oder sowas. Da verbindet er sich und dann denkt er, oh, ich bin ja in Sicherheit, nur tot. Schade aber auch. Wenn mal ein Pferd ohne Besitzer rumsteht, dann kannst du, glaube ich, mit E drauf reiten. Egal, ob du diese Reiterei-Fähigkeit hast oder nicht. Dann kannst du das ja mal ausprobieren. Ob dir das geschmeckt. Geschmeckt? What the fuck? Coole neue Wörter. Okay, also gib mir das Pferd echt auf die Eier. Wo bist du denn? Ach, da hinten. Ich renne in die falsche Richtung. Helf mir mal, ich bin hier voll im Arsch, Alter. Ja, ich komme da schon nicht. Ich dachte, du bist auf der anderen Seite. YOLO, YOLO, YOLO. Ach, nee, okay, das... einer hat mir geholfen, ist okay. Ja, und zwei hast du immer noch am Arsch. Ja, fast getroffen. Oh, Kopf voll in die Fresse, Alter. Nein, jetzt exekutiert er mich auch noch. Mann! Ich treffe heute wieder alles außer das, was ich treffen will. Das ist richtig schön. Richtig schön, Junge. Haha, getroffen. Fußknecht, das ist so ein dummer Name. Also, wie hießen die damals? Die hießen nicht Ritter der Stähler. Spawn linke Maustaste drücken. Ich drücke linke Maustaste im Müllspiel. Ja, aber manchmal muss man sie einfach reindrücken, bis die Taste auch rausspringt aus der Maus. Cool, irgendwas habe ich getroffen, keine Ahnung. Ich finde es schön, aber dass ich jetzt kapiere, warum du bei dem Spiel so ragest. Was? Ich finde es schön, dass ich jetzt kapiert habe, warum du bei dem Müllspiel so ragest. Ja. Kann man halt nur, ne? Die Qualität ist so schön, sie regt mich auf. Oh, Headshot Instant Kill, hast du gesehen? Alter, da oben ist ein Hurensohn. Ey, guck mal da rechts, da oben auf diesem Podest, da ist ein Bogenschütze. Okay, da ist dein Köpfchen. Wie süß das runtergefallen ist. Alter, hat er gerade zwei mit einem Schlag getötet? Nein, einer lebt noch. Rottenmeister befindet sich, deine Mama befindet sich im Kampf. Ja, im Krampf befindet sich. Sie ist im Krampf, ja, im Krampf dich zu bekommen, ey. Sie scheißt dich gerade aus. Ja. Pass mal auf, du Hurensohn, du Instant-Kills mich nicht. Ja, na sicher. Das ist wieder das, was ich meine. Er hat sein jüdisches Dreckschild noch nicht mal ausgerüstet, aber trotzdem kann er schon damit abblocken. Ja, genau, töte mich ein, du. Fotze der Natur, hey. Oh, hätte deine Mutter mal abgetrieben, ne? Oh, die Welt wäre so viel schöner. Es gäbe keinen Orkan-Tief-Saber, ey. Es hätte keinen Ersten und Zweiten Weltkrieg gegeben. Aber nein, du musstest ja unbedingt existieren. Die Fresse. Oh, cool, ich habe ein Pferd gewonnen. Nee, doch nicht. LOL. Was denn? Wieder ein Spiel. Die sind echt overpowered, Alter. Ja. Zum Glück gibt's ja. Zum Glück gibt's den. Ingame-Geldshop und so weiter, weißt du? Na klar, er hat mich durch mein Schwert durch erschlagen, Alter. Das ist ich rette dich. Bleib liegen. Zu spät. Nein, bleib liegen, ich kann dich wiederbeleben. Oder er. Okay, er belebt dich wieder. Okay, er will den Typen umbringen. Hurensohn. Guck mal, jetzt lebst du wieder, Dorian. Ja. Hurra. Jetzt kannst du weiter Sachen machen. Guck mal, ja, spielt auch mit. Was machen Sachen? Die machen Sachen. Da hinten ist ein Gegner. Wo? Da, an dem Missgeburt, auf dem Feld. Achso. Ja, danke, dass du. Er exekutiert ihn. Ja, ich weiß, aber ist egal. Guck mal, du müsstest so eine Spezialfähigkeit haben mit. Du Hurensohn. Mit und der hat mich jetzt mit einem Schlag blutend gemacht oder was, Alter? Du Schlampe.
Ja, ist so. Helf mir! Ich bin leider tot. Ich bin selbst tot. Ja, danke, Ento. Du kannst, ich glaube, mit dem Fußknecht oder wie auch mal die Schlampen alle heißen, hast du so eine Spezialfähigkeit mit F, dann kannst du auf die Hundeficker zustürmen. Okay. Ja, glaube ich, musste mal gucken. Bei der nullten Sekunde exekutiert mich natürlich noch einer. Ja. Ja, das ist immer geil. Im Team Deathmatch sind die alle exekutionsgeil irgendwie. Aber wenn du Angriff spielst oder Eroberung, dann sind die schon ein bisschen intelligenter. Und jetzt spielen wir wieder einen Fußknecht. Okay. Ein Fußknecht des Todes. Du bist nicht zufällig Rotter 1. Oder? Ich? Ja, Rotter 1. Doch, keine Ahnung, es kann sein. Ich bin gerade auf jeden Fall irgendwo gespawnt und weit weg von euch. Das ist nicht schlecht. Aber wenn du Rotter 1 bist, dann sind wir am gleichen Rotter. Aber ich glaube nicht, dass du in der Rotter bist, weil dein Name... Ich seh dich. Ja, aber dein Name ist grün und nicht so blaulich. Ja, ich bin hinter dir. Oh, Headshot, voll gedisst. Renn dich so nah rein, sonst treffe ich dich. Das sind mir zu viele Headshots. Wieso trifft es nicht? Hilf mir, Madu! Ja, Alter. Er muss ja unbedingt wegrennen. Rett hinterher, er hat keine Freunde. Oh, blutest du selber aus der Maschine. Oh, wie süß. Ja, glaubst du, ich muss stundenlang nachladen? Guck mal, muss ich gar nicht. Haha. Ja, klar, da kommt dieses Ölpferd von hinten, Alter. Ja, von wo sonst? Du frisst doch deine eigenen Pferde-Erdbeeren. Ja, von wo soll es denn sonst kommen? Oh, du mein Sohn. Ja, na klar kannst du mich noch treffen, während ich deine Mutter schon längst vergewaltige. Pray. Ich muss vor den Missgeburten niederkriegen. Alter, du hässlicher Missgeburten-Undrett, Alter. Das ist eigentlich komplett niveaulose Unterhaltung, die wir gerade machen. Ja, das Spiel ist auch komplett niveaulos. Das Spiel verlangt so einiges von meinem Kopf, ehrlich gesagt, ab. Ich meine, ich muss denken, wie ich mich aufregen kann heute. Weil das ist echt, die Hitboxen. Ich weiß nicht, was die Entwickler jeden Tag für Wodka trinken oder was auch immer, was sie nehmen. Auf jeden Fall sind die Hitboxen irgendwie nicht existent. Ja, ich sag ja, die sind in Afrika, während du irgendwo anders bist. Ja. Wahrscheinlich haben die alle eine Bambusleitung. Nach ja, Afrika. Klar. One-Hit mich mit deinem Drecksdolch, Alter. Echt mit dem Deutsch. Da verbindet sich einer Forsaken SCOD. Ja, wieso blockieren? Ich hasse COD. Oh, Alter, ihr Juden, ey. Meine Fresse. Ja, hier ist auch dieser Versacken, ist Gott. Ja, komm, mach den kaputt, Alter. Hundeficker. Ne, ich werde ja gerade gefickt. Deswegen nehme ich nicht gerade den Nahkampfspasti, deswegen mal den Fernkampfspasti. Einfach nur in der Ecke irgendwo gammeln. Was labert ihr? Es gibt ja noch so ein super tolles DLC, dann kannst ja, du. Ja, natürlich. Alternative Stimmen und so. Richtig toll. Ja. Braucht man was, richtig. Was? Achso, natürlich. Da campt da oben einer in einem Gebäude drin. Ja, ist ein Bogenschütz wahrscheinlich, ne? Ja, kleinen Armbrustwichser. Ja. Sag nichts gegen Armbrust. Wann kann man in die Müllgebäude denn reingehen? Welche Gebäude? Na, da ist ein Camp, da ist ein Roman in so einer Dreckscheune drin. Ja, da kann man rein, da ist eine Leiter. Ja. Ach, das Spiel ist fähig, Leitern zu steigen? Ja. Die Qualität hätte ich gar nicht von einem Vollpreistitel erwartet. Ist so. Alter, du Stück Scheiße, ey. Deine Mutter hat dich mit Butter in den Arsch gefickt. Was war das denn jetzt? Oh, ist der Jude vom Pferd gefallen. Ach so, natürlich, du schlägst nicht mit dem Forsaken as God. Nicht als COD. Dingens, der schlägt durch meine scheiß Verteidigung durch. Mit seinem Müllspeer. Ja, ich sag ja, er hat seine Internetleitung aus Bambusrohren gelegt. Deswegen checkt er das noch nicht so ganz, dass du eigentlich abklopfst. Verdammt, ich brauche echt einen verfickten Bogenschützen. Ja, Ping 88. So ein scheiß Nazi. Ach, exekutieren los mit der Latte. Oh, ich hab ein Pferd, guck mal. Ich hab da reingewichst und dann ist es entstanden. Das war ein Headshot, kapierst du? Natürlich, ich hab ihn wieder nicht getroffen, warum? Alter, du hässlicher Ento, du Hurenbock, Alter. Ich find raus, wo dein Haus wohnt, ey. Kann es sein, dass man ganz manche Rüstungen mit manchen Schwertern gar nichts machen kann? Ja, deswegen sage ich doch, bei manchen, bei diesen vollen, fetten Arschgesichter-Rüstungen, da musst du zustechen. Ansonsten machst du keinen Schaden. Das ist doch echt mega. Nicht so.
Und einfach unlogisch. Ist unlogisch. Aber ich erwarte von dem Vollpreistitel auch kein Stück Logik. Du denkst da hinten, du bist cool, wenn du mit deiner fetten Armbrust deiner Mutter vergewaltigst, ja? Alter, du Speerjude, ey, deine... Ganz im Ernst, Gaskammer, ne? Ist ein Platz reserviert, da solltest du mal hingehen. Ja, er ist tot. Speerjude. Ja, belebt die Leute nicht wieder, nein. Wär zu viel verlangt. Ey, was für Hurensöhne, wie die alle nur exekutieren wollen. Nimm ich mal mein Handrohr, Spasten, dann kann ich mir wieder einwichsen. Na klar. Ja, was? Schon wieder. Wisst ihr, tötet mich durch meine Verteidigung durch. Es ist lächerlich. Das Spiel ist ja auch lächerlich. Ja. Warum zockt das dann? Weiß ich nicht, weil ich was zum Aufnehmen will. Stirb, du Hunde, so. Wir sind rot, oder? Nein, wir sind weiß. Ja. Ich glaube, wir sind gerade so mächtig am Verlieren, Alter. Ich glaube, wir sind einfach nur vollgewichst. Alter, du hässlicher Judenmensch! Mit seinem Speer, ey, soll er seine Mutter mitfisten? Drei Leute gegen mich, habe ich auch keine Chance. Ja, besonders wenn es ein Speer gibt. Ist. Auf, 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 renn! Renn dein Leben, Junge. Ey, was für ein cooler Junge hier ist, ne? Ja, der verblutet, Alter. Verblutet. Ja, natürlich, natürlich ist er mir ganz die ewigen Wege hinterhergerannt, nur um mich zu exekutieren. Scheiße, Alter. Gott. Ich brauche einen scheiß Bogenschütze. Kriegst du bald. Ich glaube, ich habe den Handrohrspasten wieder für mich entdeckt. Handrohr. Ich weiß, das ist ein Gewehr. Der Junge, der stresst. Ja. Pferd. Genau, eigentlich voll getroffen mit dem Schild, aber jetzt kann weiter. Lämmer zielen, Hurensohn. Killstreak, Junge, ich mach dich Messer, Alter, lass mich nachladen. Ich mach dich Messer. Ja, ich mach dich mit meinem Dönermesser. Ja, natürlich hat so ein Handrohr auch eine effektive Reichweite von gar nichts. Wieso laggt diese dumme Mistgeburt so durch die Gegend? Das kann doch nicht sein, was dieser Forsaken Escort macht, Alter, das geht gar nicht. Doch, es hat ein Speer, mit einem Speer kannst du. Aber wieso ist das Speer denn so overpowered? Ja, weil die Entwickler behindert sind. So extrem, Alter. Wenn er einen Speer und dann laggt er noch durch die Gegend, als würde seine Mutter die Internetleitung für Frauenpornos nutzen. Ja, das ist eine Scheiße. Sucht wahrscheinlich gerade nach Freiheit. Ja, Fahnenflüchtige werden gehängt und deiner Mutter zum Geburtstag gegeben, weiß ich schon. Alter, wie mich die alle ankotzen mit dem Bogen, ne? Ja, krepier doch mal, ich hab dir doch schon dein Gesicht reingespuckt, ey. The enemy is gaining ground. Ja. Ey, du Scheiße, dein Sohn. Aber die Lichteffekte finde ich cool. Ja, die Zweckeffekte. Haben sie wahrscheinlich auch irgendwo aus einem anderen Spiel geklaut. Habe ich jetzt eigentlich einen einzigen Kill? Nein, solltest du einen haben. Brauchst du etwa einen? Nein, ich habe einen. Nein, ich habe gar keinen Kill. No. Haram. Na klar. Ins Gesicht gewichst! Dieser Forsaken. Nein, kann mir. Ganz ehrlich, dieser Forsaken, keiner kann mir erzählen, dass der Kerl mit fairen Mitteln spielt, Alter. Huh. Das kannst du mir nicht erzählen. Dafür ist er viel zu schnell gleckt durch die Gegend, als wer weiß was, Alter. Okay. Wollen wir den Server mal wechseln, mal gucken, ob ein anderer da ist? Bitte. Okay. Also, wie gesagt, du musst neue Schlacht beginnen, dann steht da unten links Schlacht verlassen. Das haben sie bei ihrem neuen Meisterwerk War of the Vikings auch gemacht. Richtig qualitätsvoll. Meisterwerk. Ja, ist so. So, hier jetzt. Ja, ich möchte die Müllschlacht verlassen. So, jetzt gebe ich mal meinen Nahkampf-Spasti mal ein neues Schwert. Und zwar das alemannische Falchion. Das. Nee, doch nicht, das Castellon. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ja, das hat mir dann einfach mich auf Server. Ja. Hä, hey, was wollte ich denn? Scheiße, scheiß Alzheimer. Wollte ich ihm das Castellon Falchion geben oder das alemannische? Das Problem ist, Manu, ich muss nämlich 16.30 Uhr muss ich leider gehen. Musst du gar nicht. Doch, ich muss leider 16.30 Uhr. Aber bis dahin können wir noch gerne aufnehmen. Du willst nur nicht spielen. Genau. Du willst das Spiel nur das nicht mehr ertragen. So, jetzt hat er das Castellon-Falchion, das finde ich richtig toll. Ficken, bumsen.